Man sagt uns YouTubern ja gerne mal nach, dass wenn ein Drucker fertig reviewed worden ist und das Video im Kasten ist, dass der Drucker dann meistens den Geist aufgibt, man ihn in die Ecke stellt und fertig ist und man hat damit nichts mehr zu tun. Beim K1 ist das aber ganz anders. Und das möchte ich euch in diesem Video einfach mal zeigen. Ihr habt selbst gesagt gehabt, dass euch das Langzeit-Review vom MK4 ganz gut gefallen hat. Und deswegen habe ich mich jetzt dazu entschlossen, nochmal ein Langzeit-Review vom K1 zu machen. Und damit herzlich willkommen. Ich bin die Maggie von Makorama.de. Wir beginnen mal mit einem kurzen Recap. Also erstmal, den Drucker habe ich komplett selbst gekauft. Er ist also nicht gesponsert oder sonst irgendwas in der Richtung. Ich habe den Drucker auch gemoddet. Und der Grund, warum ich mir den Drucker gekauft habe, war ganz einfach der. Ich habe gesagt, okay, ich möchte gerne einen fertigen Core X2 Drucker. Am Anfang war für mich keine Option, weil Creality so ein bisschen, hin und her gerissen war zu sagen, dass sie Clipper drauf haben und auch entsprechend das Clipper Repository freizugeben, was sie dafür verwendet haben. Und das ist für mich ein großer Punkt gewesen, dass ich gesagt habe, erstmal, nein, ich kaufe mir den Drucker nicht. Und als sie das dann gemacht haben und gesagt haben, okay, ist ja gut, wir haben es kapiert, Clipper ist eine Open Source Firmware, wenn wir die verwenden, müssen wir es auch sagen. Und wir stehen dahinter. Da habe ich gesagt, okay, das ist für mich ein Punkt, dass ich sage, ich kann mir den Drucker mal angucken und den Drucker mal kaufen. Und ich habe dann mit der Zeit modifiziert, dass ich hier oben unten den Schlitz mit so einem Druckteil entsprechend geschlossen habe. Ich habe hier unten eine Folie eingebaut zur Dämmung, um die Dämmung hier unten noch mal ein bisschen zu verbessern, damit die Wärme nicht runtergeht. Ich habe hier hinten noch mal so einen ABS-HEPA-Filter eingebaut und so ein paar Kleinigkeiten. Es werden noch mal Modifikationen kommen, weil ich jetzt ein oder andere noch mal gerne machen möchte. Zum Beispiel mal ein Türscharnier, was man rausnehmen kann, dass man die Tür einfach zur Seite stellt, wenn man jetzt entsprechend PLA drucken möchte. Weil im Schwerlastregal kann ich die Tür nicht komplett einmal rum aufmachen. Dafür habe ich den Platz nicht. Deswegen möchte ich die einfach nur schnell aushängen, neben dran stellen, fertig. Ja? Solche Kleinigkeiten werden noch mal kommen. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, schreibt es mir unten in die Kommentare. Dann gucke ich mir das gerne mal an. Ich weiß, der eine oder andere schreibt mir es gerne schon mal. Und das ist nicht vergessen, keine Angst. Ich werde auf jeden Fall noch mal ein paar Upgrades drucken und euch die auch dann entsprechend zeigen. Kommen wir erstmal zum Betriebssystem. Und ihr wisst, ich habe jetzt hier nicht mehr das Originalbetriebssystem drauf. Deswegen lese ich euch jetzt mal die wichtigsten Punkte, die ich mir runtergeschrieben habe, einfach hier vom Papier ab. Und zwar gibt es erstmal bei dem aktuellsten Update ein Firmware-Rollback. Das heißt also, man kann eine alte Firmware wieder drauf spielen. Dann gibt es entsprechend eine Warnung, wenn man den internen Speicher vom Drucker, wie heißt das, ein gewisses Limit an Speicher unterschreitet. Das heißt also, da sagt man, hey, pass mal auf, langsam mal sicher wird mein Speicher voll. Räum mal bitte die Platte auf, dass ich da nochmal neue Dateien draufpacken kann. Das muss ich übrigens demnächst bei meinem nochmal machen. Der hat das noch nicht drin, weil, wie gesagt, ich habe die Custom-Firmware drin und da gibt es so eine Warnung nicht. Bevor wir aber weitermachen, möchte ich mich heute gerne bei unserem Sponsor PCBWay bedanken. Auf PCBWay.com könnt ihr nicht nur kostengünstig Halbleiterplatinen herstellen lassen, inzwischen könnt ihr dort aber auch weitere Services wie CNC-Fräsen, Blechbearbeitung oder aber auch 3D-Druck in Anspruch nehmen. In Zusammenarbeit mit PCBWay habe ich mir einen Toolhead für meinen nächsten Boron Zero aus Nylon herstellen lassen. Die Teile sind zum einen eingefärbt, das heißt also der Toolhead ist bei mir zweifarbig, und zum anderen haben diese Teile natürlich perfekt gepasst. Wer also für eines seiner Projekte unbedingt so einen Service braucht, den kann ich PCBWay einfach nur ans Herz legen, und damit machen wir weiter im Video. Dann gab es noch mal ein paar Updates bezüglich der Netzwerkkonnektivität, dass man zu versteckten und öffentlichen Netzwerken und sowas verbinden kann. Und dann gibt es noch mal so einen Menüpunkt jetzt im Original-Display, in der Original-Display-Firmware, wo man sich die Root-Account-Informationen anzeigen kann. Also ein bisschen einfacher, ein bisschen schneller anzeigen lassen kann. Was für mich der größte Punkt war und die größte Neuerung war, dass man entsprechend im Expertenmodus jetzt den Flow und auch den Z-Offset während dem Druck einstellen kann. Das ist natürlich auch ziemlich nice. Kann ich hier mit meiner Custom-Firmware natürlich auch machen, schon seit Anfang an. Und dann gibt es nochmal die Möglichkeit mit der Optimierung von der Filament-Detection. Inwiefern das jetzt eine Optimierung ist und was da alles jetzt passiert ist, weiß ich im Detail nicht. Bei mir funktioniert das wunderbar. Auch mit dem, ich sag mal, über das Helper-Skript installierten Clipper und allem drum und dran funktioniert das wirklich super. Also wenn das hier hinten rausläuft und dann entsprechend der Sensor anschlägt, stoppt der Druck erstmal. Ich habe dann hier hinten halt dieses Stück hier an Filament, was durch den Schlauch läuft, halt entsprechend entweder als Abfall oder ich muss das manuell nachschieben. Das nervt so ein bisschen, aber ich weiß, dass es beim K2 Plus schon mal so gelöst worden ist, dass es in den Druckkopf verlegt worden ist. Das finde ich natürlich super.
Und da freue ich mich natürlich auch drauf, wenn dann mal der Drucker endlich hier ist, dass ich dann entsprechend das auch mal testen kann. Weil dann hat man nur noch so ein Stück Filament, was dann quasi verschwendet wird, wenn überhaupt, anstatt dieses lange Stück hier oben. Ja, ja. Das sind so die Änderungen, die man im Creality OS so vorgenommen hat. Natürlich noch ein paar andere Sachen für den K1 Max, ja, die uns jetzt hier nicht interessieren, weil das ist ja wie gesagt kein Max, sondern ein K1. Da gibt es leider Sachen und sowas in Richtung. Aber ja, für die Custom Firmware, die ich hier drauf habe, die ich über das Helper Script installiert habe, da gibt es natürlich auch ein paar Sachen. Also erstmal muss man den Drucker routen, das habe ich euch gezeigt. Das packe ich euch hier oben nochmal ins Video rein. Und da muss man natürlich noch ein paar Sachen berücksichtigen. Und da gibt es auch ein paar Updates. Zum einen gibt es eine neue Wiki-Seite von dem Helper-Skript. Das heißt also, es ist alles ein bisschen schicker gemacht, es ist alles ein bisschen ausführlicher, ein bisschen schöner lesbar und ein bisschen einfacher nachzuvollziehen gemacht. Finde ich persönlich sehr gut, dass man das so gelöst hat. Und es gibt mit dieser neuen Wiki-Seite jetzt auch seit kurzem die Möglichkeit, das Ganze auf den Ender 3V3 zu überspielen. Das heißt also, damals, als ich das Review zum Ender 3V3 gemacht habe, da gab es diese Firmware noch nicht für dieses Gerät. Mittlerweile gibt es sie. Das finde ich natürlich auch super, dass alle Ender 3V3 Benutzer jetzt die Möglichkeit haben, entsprechend das zu installieren. Als ich das damals probiert habe, war das Display bei mir um 90 Grad gedreht, also die Anzeige. Das wäre erstmal nicht schlimm gewesen, hätte ich mal können einfach so lassen. Das Problem war einfach nur, dass dann auch die Buttons nicht richtig funktioniert haben. Das heißt also, Guppy-Screen und sowas in Richtung war dann nicht mehr. Ja? Das war ein Riesenproblem bei mir und es hat auch nicht so hundertprozentig funktioniert. Und ich habe dann so einen Hicker gehabt, das Ding wieder zurückzuspielen. War alles nicht so schön. Mittlerweile wird es unterstützt. Finde ich echt super. Schaut es euch auf jeden Fall an. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich habe da zwar ein Mainsail drauf installiert, was ich hauptsächlich nutze, ja, und ich habe das auch auf Port 80 gelegt, weil ich eigentlich die Creality OS-Oberfläche runtergeschmissen habe, so wie ich jetzt hier, ja, könnt ihr das Ganze nochmal über Creality Print, also den Creality-eigenen Slicer für FDM-Drucker, nochmal über das Webinterface aufrufen. Also das alte Webinterface von dem Creality, von dem K1, könnt ihr dann nochmal aufrufen, ist gar kein Thema mehr. Da könnt ihr dann das auch alles sehen, was ihr entsprechend habt und also ganz nebenbei, das ist sowas, was ich mir auch beim Bamboo wünschen würde. Denn dieses Webinterface konnte man damals auch über den Browser aufrufen. Und da hat man so Basic-Funktionen gehabt, wie zum Beispiel mit Dateien hochladen, Drucke starten, Drucke einsehen, Licht an- und ausschalten etc. etc. Und natürlich auch, welche Art von Salatschüssel man hier als Druckbett im Drucker verbaut hat. Ja, ist beim K1, beim K1C und auch beim X1C so. Das hat jeder Drucker gewisse Abweichungen und es ist einfach schön zu sehen, wie man entsprechend, wie sehr die Schüssel gebogen ist und wie man das Ganze vielleicht auch beheben kann. Ja, dass man dort sehen kann, okay, hier hinten links zum Beispiel ist das Druckbett nochmal 0,2 mm tiefer und ich möchte das gerne nochmal versuchen auszugleichen, entweder durch ein Klebeband, was ich aufs Druckbett drauf packe oder aber auch, indem ich ein Schräubchen drehe oder sowas in Richtung. Das würde ich mir einfach wünschen. Habe ich auch gesagt, beim X1C ist das echt wirklich eins meiner Features, die ich mir hundertprozentig wünschen würde bei dem Drucker. Weil das nervt nämlich echt, dass man dafür die X1 Plus Software installieren muss und quasi den Support, quasi die komplette Garantie entwerten muss. Das ist natürlich nervig. Kommen wir mal zum Toolhead. Und beim Toolhead muss ich sagen, das ist jetzt nicht so ganz so mein Ding. Ja, ich weiß, es gibt mittlerweile im Internet schon einige Modifikationen. Es gibt bei AliExpress Mods, die man kaufen kann, die hier unten nochmal den Teilelüfter nochmal optimieren und hier oben auch nochmal das Gewicht ein bisschen in der Abdeckung optimieren und solche Spielereien hat entsprechend, damit man nochmal ein paar Gramm einsparen kann mit leiseren Lüftern und hast du nicht gesehen, es gibt auch druckbare Sachen, wo man sich nochmal ein Nomi-Display einbauen kann. Insgesamt muss ich sagen, ist es erstmal, wenn er funktioniert, ein guter Toolhead. Das Problem ist nur, dass er sehr gerne verstopft, also beim K1 zumindest mal. Beim K1C ist es schon deutlich besser geworden, muss ich ganz einfach sagen. Aber der hier hat mir regelmäßig verstopft und das nicht nur, weil ich das falsche Material ausgewählt habe, sondern einfach, weil das Ding halt ein bisschen anfälliger war in der Hinsicht, weil es halt nicht ein komplettes All-Metal-Hotend war, sondern halt nochmal ein PTFE-Schlauch dazwischen war und viele Bereiche waren, die haken konnten. Das Problem dabei ist, wenn dann die Düse verstopft ist und nicht nur die Düse verstopft ist, sondern vielleicht irgendwo anders das Problem liegt, im PTFE-Schlauch habe ich meistens Probleme gehabt, dann muss man den kompletten Toolhead auseinandernehmen. Das heißt also hier oben den Motor raus, wenn man den Motor rausmachen möchte und den nicht einfach am Kabel hängen lassen möchte, dann muss man hier vorne die Abdeckung abmachen. Bei der Nozzle, wenn man die tauschen möchte, natürlich genauso, muss man die Abdeckung abmachen, damit man in die ganzen Kabel richtig rankommt. Und dann hat man ruckzuck im Prinzip den ganzen Toolhead zerlegt.
Ja, bis auf die X-Carriage hat man im Prinzip alles Mögliche dann raus. Und das ist natürlich schon mal ein bisschen nervig. Da würde ich mir wünschen, dass das Ganze ein bisschen einfacher geht. Ich weiß zwar mittlerweile, wie es geht beim K1 und beim K1C. Ich kann es mittlerweile fast im Schlaf, aber es ist ein bisschen umständlich, finde ich. Ja? Klar, es gibt Drucker wie zum Beispiel mal den SK1, die deutlich komplexer sind und deutlich schwerer sind zu warten. Ja? Mein aktueller Favorit ist immer noch der Flashforge Adventurer 5M, wo man wirklich in ein paar Sekunden die Nozzle tauschen kann und dann alle Probleme mit dem Hotend sozusagen oder mit einer verstopften Düse sozusagen behoben sind, auch wenn es sehr materialverschwenderisch ist. Gefolgt vom Prusa MK4, wo man zwei Schräubchen mit der Hand lösen kann und nur mal zwei Kabel abziehen muss und schon hat man die Düse in der Hand. Finde ich mega genial. Und das würde ich mir halt auch sowas in der Richtung beim K1 wünschen. Beim Bamboo habe ich mittlerweile das Panda Revo drauf. Das ist dann ähnlich einfach von den Tauschen her, dass man einfach nur noch unten drehen muss. Und sowas würde ich mir halt auch dafür wünschen. Mal gucken, ob ich mir dafür nochmal mit der Zeit irgendwann dann ein Revo-Mod irgendwie einbaue, dass ich dann wirklich auf allen Druckern so nach und nach die gleiche Düse drauf habe. Ja? Das soweit zu den Problemen mit dem Toolhead. Ja? Für euch zur Information, was damals mit dem Toolhead war, warum der denn kaputt war. Ganz einfach, ich habe mir die Düse verstopft, ich habe PLA drin gehabt und habe ABS als Material ausgewählt gehabt oder umgekehrt, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und dann war die Düse ruckzuck verstopft, ich habe den ganzen Toolhead auseinandergebaut, habe die Düse hinten rausgenommen, das Hotend vorne rausgenommen und habe dann schnell mit der Heißluftpistole drüber gegangen und habe nicht aufgepasst und habe mir hier alle Plastikteile, die dran waren, quasi verschmort. Das heißt, der Lüfter ist schön verformt gewesen, die Kabel waren dann auch entsprechend so verformt, dass ich teilweise selbst die aufgelöteten Buchsen halt entsprechend gelöst habe, war mein Fehler. Ja? Ist jetzt nicht Creality zu Lasten zu legen. Ihr seht, da steht mittlerweile wieder der Voron-Testwürfel drauf und die Kalibrierung ist auch mittlerweile so wieder gut. Also von daher, der Drucker druckt wieder und ich habe alles wieder eingestellt. Wenn wir gerade beim Thema eingestellt sind, die Riemenspannung. Da würde ich mir wünschen, dass man beim K2 bzw. K2 Plus entsprechend einfach noch mal ein bisschen vielleicht das Ganze einfacher macht, denn hier hinten muss man ganz ehrlich sagen, da habe ich jetzt hier zwei Schrauben drin, die man verbauen muss. Hier vorne muss man zwei Schrauben erstmal lösen auf jeder Seite, rechts und links. Und hier hinten muss man dann eine Schraube reindrehen, um dann den Gurt zu spannen oder zu entspannen. Und dann muss man das Ganze natürlich überprüfen. Dafür habe ich mir mittlerweile hier, danke Steven vom Gryteam entsprechend, dass du mir den Link dazu geschickt hast. Den findet ihr auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Ich habe mir hier so einen Riemenspanner entsprechend gedruckt und die Teile dafür bestellt. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und damit kann ich die Gurtspannung messen und habe die relativ genau auf beiden Seiten eingestellt. Ich muss es nochmal regelmäßig kontrollieren, weil ich das Gefühl habe, dass das durch den Umbau jetzt entsprechend und dadurch, dass ich was kaputt gemacht habe, das Ganze nicht so konstant hält, wie ich es mir vorher gedacht habe. Aber wie gesagt, dass der Druckkopf kaputt gegangen ist und die Halterungen von dem Gurt entsprechend kaputt gegangen sind, war mein Fehler. Und da muss ich jetzt halt nochmal zur Not ran, wenn das nicht funktioniert. Was ich mir noch wünschen würde, und das ist jetzt wirklich meckern auf hohem Niveau, ist einfach, ihr seht schon hier beim Motor, nicht das die Länge vom Kabel, sondern der Stecker, der hier drin ist. Ich habe mir gedacht, okay, als ich mir die Specs von dem Motor durchgelesen habe, hier von dem Moon Stepper Motor, das ist ein 1,8 36mm Pancake Motor, da habe ich mir gedacht, Moment mal, die Werte kennst du doch, die werden doch so auch beim Galileo oder hier beim Stealth Burner und was weiß ich was für Druckköpfen entsprechend von LDO verbaut. Und so einen Motor habe ich dann noch da. Ja? Ich habe die Specs genau verglichen entsprechend und ja, die sind absolut identisch. Das Problem ist nur, dieser JST-Stecker hier passt nicht auf das Board von Creality. Ich habe hier nochmal so ein No-Name-Ersatzboard, was ich mir bestellt habe, was auch wunderbar funktioniert. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Kostet ein paar Euro weniger als das Original. Da steht zwar Creality drauf, aber es ist halt eine No-Name-Verpackung. Die Original-Creality-Teile sind alle in der schwarzen Creality-Tüte verpackt. Und jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Und so rum wird's, so rum wird das Board verbaut und hier hinten kommt der Motor drauf. Das heißt also, der Stecker passt nicht drauf. Der ist so groß wie die zwei Stecker hier. Ja? Das heißt also, ich kann damit erstmal nichts anfangen. Ich muss erstmal die ganzen Stecker umrüsten, damit das funktioniert. Das kann ich machen. Ich habe die entsprechenden JST-Stecker mittlerweile da. Ich habe mir sie bestellt. Aber es ist halt nervig, dass man dort nicht irgendwie einen Standardstecker verwendet. Ich meine, Platz genug hätte man vom Board her, dass man die drauflöten könnte. Also das sage ich so einfach und in Wirklichkeit ist es wahrscheinlich noch mal ein bisschen komplizierter, aber das wäre sowas, was ich mir wünschen würde. Im Thema Lautstärke wisst ihr mittlerweile, der K1 und auch der K1C, der X1C, der SK1,
Adventure 5M und wie sie alle heißen, das sind nicht gerade die leisesten Kollegen. Ja? Die haben, wie heißt es, einige Lüfter verbaut, auch zum Beispiel der Hilfslüfter. Da komme ich gleich nochmal dazu, der hier an der Seite quasi auf das Druckobjekt nochmal drauf bläst, einfach damit man im geschlossenen Bauraum auch PLA drucken kann unter gewissen Umständen. Das hilft dann schon mal ab und zu, aber das macht halt auch jede Menge Lärm, weil man dort dann entsprechend für den Preis, den der Drucker kostet, ja, mittlerweile glaube ich unter 400 Euro, da muss man einfach Abstriche machen und dafür ist er einfach laut. Ja? Im Vergleich zu meinem Prusa i3 MK4, den ich drüben stehen habe, der dann irgendwas mit 50 bis 60 Dezibel fährt, ja, also bei voller Lautstärke mit Lüfter und allem drum und dran, ist der hier bei 70 bis 80 Dezibel. Wisst ihr ja mittlerweile, wenn ihr das ausführliche Review zum K1 euch angeguckt habt. Und da muss ich ganz einfach sagen, da würde ich mir einfach wünschen, dass man in den zukünftigen Generationen noch mal ein bisschen mehr Augenmerk auf die Lüfter legt und versucht, dort noch mal ein bisschen zu optimieren. Denn von der Geräuschkulisse, von den Fahrachsen her, ist das schon relativ okay. Ja, da kann man nicht meckern. Man kann vielleicht das ein oder andere Rattern noch mal ein bisschen vielleicht verbessern. Beim K1 jetzt zumindest mal. Aber an sich kann man da nicht meckern. Ein großer Krachpunkt sind da wirklich die Lüfter. Aber wenn ihr das Ganze wie ich im anderen Raum stehen habt, ist das gar kein Ding. Insgesamt muss ich sagen, ist das ein ziemlich zuverlässiger Drucker. Ich habe damit jede Menge Sachen gedruckt. Ich blende euch auch nochmal ein bisschen B-Roll im Vergleich von K1 und K1C ein, damit ihr nochmal sehen könnt, was denn der Unterschied ist zwischen dem K1 und dem K1C in der Druckqualität. Beim K1 wisst ihr, haben wir noch ein bisschen VFAs drin, bedingt durch Riemenspannung und natürlich hier die großen Pullis und die 1,8er Motoren. Das wird natürlich mit den 0,9er Motoren und den kleineren Pullis beim K1C deutlich besser. Ist auch nicht ganz weg. Auch beim X1C habe ich VFAs drin, beim MK4 habe ich auch VFAs drin, ganz kleine, wenn je nachdem, wie ich das Objekt drehe auf der Druckplatte. Das heißt also, ganz los bekommen wir das erstmal auf die Schnelle jetzt nicht, aber es ist schon mal deutlich besser geworden bei den Nachfolgermodellen. Aber insgesamt muss ich sagen, für Objekte wie Schalen oder so in Richtung zum Organisieren oder für irgendwelche Funktionsobjekte ist der Drucker immer noch gut und der druckt bei mir auch mittlerweile noch täglich. Jetzt habe ich ihn erstmal stehen lassen, damit ich euch zeigen kann, dass da nochmal der Kalibrierungswürfel drauf ist. Ja, den ich jetzt mal abmache und der kommt doch jetzt danach direkt wieder rüber ins Studio und dann wird er auch anfangen wieder weiter zu drucken. Aber insgesamt muss ich sagen, die Druckqualität ist schon geil. Und das auch nach 6 Monaten noch. Der hat etliche Druckstunden drauf, der ist zwischen Deutschland und hier nochmal mit hin und her gefahren, weil ich einen Drucker haben wollte, der kompakt ist. Und entweder habe ich den Mini mitgenommen oder ich habe den Voron Zero mitgenommen oder den hier, seit ich den mit dabei habe. Und der hat einfach abgeliefert. Ja? Kann ich echt nicht meckern. Ist ein gutes Gerät. Kann man sich auch immer noch guten Gewissens kaufen, wenn man ein paar kleinere Abstriche macht. Was ich euch empfehlen kann, ist einfach, bevor ihr jetzt sagt, okay, ich schöpfe mein Budget komplett aus und gehe jetzt all in mit, keine Ahnung was, einem MK4 oder einem X1C oder aber auch mit einem P1S, mit AMS-Kombo oder was weiß ich auch immer. Wenn ihr sagt, okay, es geht bei euch bis auf Anschlag, den Drucker zu kaufen, kauft euch lieber ein günstigeres Modell, wie sowas hier, was nicht ganz so aktuelles jetzt vielleicht, oder vielleicht ein Ender 3V3 KE oder SE, die günstiger sind, und kauft euch dafür lieber noch mal ein bisschen Werkzeug und Zubehör dazu, wenn ihr gerade anfängt mit dem Hobby. Wenn ihr sagt, okay, ich habe schon Material und Werkzeug genug zu Hause liegen, könnt ihr auch ruhig mal eine Schublade höher greifen, ja, entsprechend. Da kann ich euch auch wirklich nur den MK4 empfehlen, ist ein gutes Gerät. Den Link dazu packe ich euch auch unten in die Videobeschreibung. Der ist leise, der ist zuverlässig, der MK3 hat bei mir, also der Vorgänger hat bei mir jetzt über 8 Jahre lang gut gedruckt und bekommt demnächst ein MK3.9 Update. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Geräte werden immer zuverlässiger, immer langlebiger, und dass man die Geräte jetzt noch irgendwann mal in die Ecke stellt und sagt, so brauche ich nicht mehr, funktioniert nicht mehr, ja, interessiert mich nicht, ist schon fast nicht mehr. Ja, also ich kenne einige, die sagen, ey, mein K1, den habe ich echt lieb und den mag ich echt. Und damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ein bisschen weitergeholfen. Wenn ja, Däumchen wären Träumchen. Ein Kanalabo wäre kostenlos erstens für euch und natürlich auch mega gut. Wenn ihr den Kanal finanziell unterstützen wollt, damit ich mehr Drucker für euch testen kann, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr hier auf YouTube oder aber auf Patreon entsprechend den Kanal finanziell abonniert. Vielen lieben Dank an meine Patreons und an meine Supporter, die mich bisher schon finanziell unterstützt. Und natürlich auch an meine Sponsor PCBWay und Surfshark. Und damit Portals Line, Happy Printing und Ciao.